3, 2, 1. Hey Leute und willkommen zu einer. Warte mal. Hallo, alles klar. 3, 2, 1. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von. Hallo liebes WWE-Universum und willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19, mein Spieler. Und weil die Mucke hier im Hintergrund läuft, will ich direkt weiter überspringen, damit die hoffentlich gleich weggeht. Ich habe ein bisschen was eingestellt, den Einzug ganz leicht verändert, also den Entrance von mir, und mal ein paar Attribute zugegeben, denn ich hatte da schon ein paar Sachen freigeschalten, aber ich habe nicht so viel Zeit gehabt und deswegen habe ich es auch nicht so lang gemacht, also jetzt vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten, aber das geht auf jeden Fall klar. Leute, Uncut-Projekt, ihr müsst ertragen, wie ich hier Tee trinke, wie ich mir ab und zu durch die Haare wische oder was auch immer, ist der heiß, ja, ne? Geht, ist gut. Eigentlich perfekt. Schöner Weihnachtstee, irgendwie Bratapfel oder sowas. Grüße gehen raus an meinen Dad. Dankeschön dafür. Rafft jetzt keine, aber mein Dad versteht es. Also von daher super. Ich habe auch noch ein paar Lebkuchen hier von der Oma. Alles hier am Start, Leute. Wisst ihr Bescheid? Oh Mann. Okay, ich will auch gar nicht lang rumlabern. Die letzte Folge rechts oben am i verlinkt. Wakey, wakey, earthquakey. We're having an earthquake? No, no, no. Just playing the wrestler wake-up game, man. Relax. Und ansonsten geht's hier ganz normal weiter. You might want to choose a less terrifying wrestler name next time. Yeah, noted. We made it. Already? It really didn't seem like we were driving 2 days. Gee, I wonder why. It's because you've been asleep the entire 2 days. Hey, I need my genius promoter rest. How do you say I need a shower in Spanish? Necesita un shower? I don't know. I don't remember the word for shower. You're a lot of help. Did you see that? What? That mask guy who attacked me, he's here. I just saw him. I think you're seeing things from being awake for so long. Ja, das ist tatsächlich der Arsch. I'm telling you, that was him. How about you get some rest before your big match tonight? We need to keep all our momentum going. Can't have any setbacks due to hallucinations, you know. That wasn't a hallucination. All right. Wait, stop, pull over! What? What is it? Did you see him? No! I want to try some authentic Mexican street corn. You're the worst. So ein Spaß, die, Alter. Was ist denn das? Ah, jetzt habe ich die Mucke an, jetzt ist die ganze Zeit Mucke im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Vor allem, ich habe die richtig aufgedreht. Ich glaube, auf 100 richtig reingedonnert. Muss ich die mal rausschneiden, Alter. Das ist ja richtig zum Kotzen. Ah, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, war die letzte Folge beim i verlinkt. Ich kann auch einfach die Playlist rechts zu meinem i verlinken. Und, ja, ansonsten erzähle ich hier eigentlich nicht viel. Ich mache jetzt keine Werbung für ganz viele andere Projekte. Ich nehme das auch gerade schon im Voraus auf, das wollte ich euch unbedingt noch sagen, genau, habe ich fast vergessen. Die letzte Folge ist für mich noch nicht online, heißt, für mich ist nur die erste Folge online. Die zweite Folge habe ich erst gestern aufgenommen und jetzt nehme ich schon die dritte auf. Und dementsprechend weiß ich nicht, was ihr mir unter die Kommentare geschrieben habt. So, aber ich sehe jetzt ein bisschen anders aus, ich mache nicht mehr diesen geilen, krassen Move. Ich habe auch meine Hose ein bisschen verändert und mein Oberteil ein bisschen verändert. Und im Ring ziehe ich sogar das Oberteil aus, Alter. Sexy, Alter. Ja, ich dachte, ich bin so breit und so cool. Das kann man schon mal machen, dass man innen drin dann auch mal oberkörperfrei kämpft. Sieht, denke ich, ganz cool aus. Das ist der Entrance, ich habe nicht viel daran gemacht, ein bisschen die Mucke verändert und ja. So, ist das der Spasti, der uns gekloppt hat oder ist das nicht der Typ? Ich habe keinen Plan mehr, also ich habe zwar gestern die letzte Folge aufgenommen, aber keinen Plan, gegen wen ich hier kämpfe oder was passiert ist. Ich weiß nur, dass wir nach Mexiko gefahren sind, weil das gerade noch in dieser Folge hier stand. Also, komplett verplant, Leute, aber das kennt ihr von mir und ja. So, okay. Oberkörperfrei gegen diesen Spacken hier. El Mago, genau, gegen den sollten wir kämpfen. Was ein Spaß. So.
Bring El Mago in den roten Bereich und triff ihn im Ring mit einem Schlag. In den roten Bereich und im Ring mit einem Schlag treffen. Das kriege ich jetzt doch hin. Im Gegensatz zur letzter Folge. Stimmt, letzte Folge, das weiß ich auf jeden Fall noch, was da so ein bisschen abging. Also, als ob der Kommentator jetzt auf... Alter. Mexiko, Alter. Wir willen da hin. Dann labert der noch mexikanisch, der Typ. So. Am Moveset habe ich nichts ändern können. Ich habe mal kurz reingeschaut, ob ich das Moveset auch irgendwie verändern kann, dass ich ein paar neue coole Moves mache. Aber das geht einfach nicht, weil mein Typ noch nicht viel freigeschalten hat. Aber dieses Match sollen wir anscheinend wieder deutlich gewinnen gegen El Mago, weil der wehrt sich fast gar nicht. Und wir sollen ihn ja auch in den roten Bereich bringen. Also das heißt, das Spiel hat wieder vorgesehen, dass wir hier ziemlich einfach, ziemlich gut gewinnen. Nicht, dass jetzt wieder Leute meckern, so Schwierigkeitsgrad zu einfach. Erstmal einen Schiri umhauen, da kenne ich überhaupt nichts. Oh, er kontert. Lol, er wehrt sich. Krasser Typ. Oh, wie wir immer kontern, das ist richtig krass. Also das habe ich jetzt ein bisschen besser drauf, wie am Anfang. Bats, Junge. Also wir sind schon ein krasser Typ, das muss ich sagen. Man braucht doch für Klamotten, für viele Klamotten... Ich springe jetzt einfach, ist mir egal. Man braucht doch für Klamotten, für ganz, ganz viele Klamotten... braucht man irgendwie so Punkte, die man freischalten muss, irgendwie, wenn man... Oh, lol. Wenn man irgendwie spielt, kann man irgendwie Punkte bekommen und die kann man, mit denen kann man dann Sachen freischalten. Das habe ich zwar schon gecheckt, aber im Karrieremodus bekommt man ja richtig viele Punkte. Das ist krass. Bisher habe ich irgendwie so 5000 Matches spielen müssen, damit ich mir irgendwie Undertaker freischalten kann. Und jetzt, ein Konter nach dem anderen. Er mich, ich ihn, die ganze Zeit hin und her. Ja, auf jeden Fall, durch den Karrieremodus ist irgendwie voll krass schnell gegangen, dass ich jetzt wieder irgendwie 10.000 Punkte habe. Aber irgendwie so eine Jacke oder so, die ich mir kaufen wollte. Ich wollte für den Entrance noch eine Jacke haben, die dann über diesen krassen Anzug, den ich dann da habe, wie auch immer man das Ding nennt, irgendwie ein Oberteil halt, kein Plan, dass da so eine Jacke drüber ist. Die kostet, glaube ich, irgendwie so 20, 19, 17.000. Alter, mein Typ ist so stark. Punkte da, das ist ultra krass. Ja, ich brauche Ausdauer, ich brauche Ausdauer. Bats! So, du bist im roten Bereich, Pisser. Jetzt boxe ich dich. Bam! Bats! Und was passiert jetzt? Ach, der Spasti kommt. Der Spasti kommt. Ja, ich kann ja nur weiter drücken. Lol, als ob der jetzt gekommen ist. Und als ob das Match jetzt nicht weitergeht. What the fuck? Hä? Ja, Match einfach abgebrochen, ja. Ja, danke dafür. Alter, das ist so ein Spasti aus Mexiko, der uns hier angegriffen hat. Ah, da haben wir ihn doch. Kriege ich bitte eine Knarre und kann ich ihn erschießen? I guess so. Look, I don't know why you're doing this, but I am not gonna let you try to ruin my career ever again. Lo siento, soy un fan y solo quería atención. Perdóname, por favor. What's he saying? Did he admit to everything? No. He's a fan. He's just craving attention. He's a copycat. He's not the same guy. Let him go. Gracias, señor. Oye, ¿puedo tener un autógrafo?
das noch, Alter. Verpiss dich. Not tonight, buddy. Well, your big Mexico debut didn't go quite as planned, but the match was still great. Tut mir leid, Leute. Wenn ihr in Real Life zu mir kommt, dann gebe ich euch natürlich ein Autogramm. Aber hier in dem Spiel kommen immer so richtig dumme Antworten. Und ich meine, seine Aktion war trotzdem scheiße, ne? Also, dass er uns dann versucht hat anzugreifen, er wollte Aufmerksamkeit als Fan, weil der andere Typ hat's gemacht, jetzt hat er sich auch so wie der verkleidet und wollte uns auch wieder irgendwie boxen. What the fuck soll das? Das ist voll die dumme Aktion. Und er soll froh sein, dass ich ihn jetzt einfach laufen lasse. Ich habe gesagt, let him go, lass ihn gehen oder was auch immer der gerade gesagt hat. Also, ich hätte da jetzt nicht drauf geantwortet, so, heute nicht, Kumpel, sondern ich hätte gesagt, sei froh, dass du gehen kannst und jetzt verpiss dich, sonst boxe ich dich. So ungefähr hätte ich das gesagt. Aber in Real Life gebe ich euch natürlich ein Autogramm, Leute. Wenn ihr mich seht, sprecht mich an, mach ich. Ich bin ja ein Lieber, ne? In diesem Spiel darfst du einfach keine netten Antworten geben. Weil jedes Mal, wenn ich eine nette Antwort gegeben habe, dann wurde ich einfach voll geprankt von diesem Spacken. We're doing it in one of WWE's most iconic venues. It's like we're invading their territory. Man, I wish I could see the look on Triple H's face when he sees this. Where did this even come from? Where did you dig this up? All over. I salvaged it from other wrestling promotions. Was ist das für ein Scheiß? Scrap. That section is from WCW's Triple Cage. That is from an ECW cage, and I believe that side used to be an old prison fence. Pretty neat, huh? I think a better name would be Death Trap. This violates every health code known to mankind. Yeah, it does. Was ist für ein Kackkäfig, Alter? Ich hab dem gar nicht zugehört, aber es tut mir leid, in der heutigen Folge bin ich ein bisschen durcheinander. Und ich bin ja auch hier beschäftigt mit Tee trinken. Und ja, ich habe jetzt die ganze Zeit eh drüber gelabert von dem, was er gesagt hat. Deswegen habe ich ihn dann auch am Ende nicht mehr zugehört. Okay, wir reden mit Cold Queen. I saw what happened in Mexico. Too bad some idiot had to go and ruin a great match. Ja, schon okay. Es gibt keine schlechten Public was? Publicity, okay. Yes, Baron. Wie war es in Japan? Japan was great. I was free to be myself and the fans really respected that. So, I'm gonna try that from now on here in the US. Kein Black Hole Coal mehr? Schade, mir gefiel er irgendwie. Really? Irgendwie nicht. Na, ah, der war furchtbar. Siehst du das genau? Das? Er denkt so, ja, ich antworte nett, wirklich. Und dann so richtig so, nein. Nein, du Wichser, so nein. Deswegen antworte ich einfach nicht mehr nett in diesem Spiel. Na, ah, der war furchtbar. Ich glaube, du hast Cole Quinn eine lange Zukunft vor dir als Cole Quinn. Ja. Assuming I survive the scrap trap tonight. Ich weiß. Dann wünsche ich euch beiden noch viel Glück. Oder uns beiden. Keine Ahnung, was da stand. Ist dieser Scrap Trap Käfig sicher? No, but that's the appeal of it. And you know what I always say. Skandale sind die Lizenz zum Gelddrucken. I do always say that, but that's not the catchphrase I was referring to. Oh, das hier ist kein Ballett. Yes, that's the one. Es ist nur so, dass alles richtig gut für uns läuft. Überleg doch mal, wo wir sind. Wir haben es binnen weniger Monate aus einer Highschool-Sporthalle in eine berühmte Location der WWE geschafft. Wir dürfen uns da nicht von einer Verletzung aus der Spur bringen lassen. Don't worry, you'll be fine. Have you had a tetanus shot recently? Okay, zum Match. Mach mal einer jetzt hier im Käfig. Kämpfe ich gegen Cole Quinn oder was passiert hier?
Wir verletzen uns safe im Käfig. Also wenn wir da schon angesprochen haben, dass wir uns nicht verletzen dürfen. So ich das Spiel kenne, verletzen wir uns genau aus dem Grunde. Ja, jetzt muss ich auch noch aufstoßen. Leute, verzeiht's mir. Da bin ich, Alter. So eine Jacke da wäre auch noch cool, aber egal. Okay, überspringen wir. Machen wir weg hier. Gegen wen kämpfe ich? Gegen Cole Quinn. Ich weiß, ich kenne seine Mucke nicht, weil ich letzte Folge die Mucke ja aus hatte. Ja, okay. Alter. Der Typ hat einfach so einen Lauch-Body gegen uns, Alter. Okay, dieser komische Käfig fährt runter. Und ich muss per Pinfall oder Submission gewinnen. Und Cole Quinn, mit dem bin ich ja jetzt so ein bisschen befreundet. Da sind wir ein bisschen Freunde geworden. Und deswegen tut er mir fast schon ein bisschen leid, dass ich schon wieder gegen ihn gewinne. Bats. Ja, so ein Käfig hat tatsächlich nicht jeder. Er ist krass. Er wehrt sich wieder nicht. Bats. Er könnte sich ein bisschen mehr wehren. Wir sind einfach zu breit für ihn. Ah, jetzt wehrt er sich. Oh. Bats, da ist direkt wieder der Konter. Ich glaube, so langsam kann ich den Schwierigkeitsgrad schon mal hochstellen. Also, ihr habt ja recht, ihr habt nicht Unrecht. Aber bisher war es immer so, ich habe ja auch offline gespielt, auch mit meinem Vater, auch mit irgendwelchen Kumpels. Und, Alter, wir sind so stark, Alter, was ist das? Auf jeden Fall war es da immer so, dass es eigentlich perfekt war. Auf leicht, weil ich echt nicht gut war. Aber scheinbar werde ich immer besser und könnte eventuell wenigstens auf normal stellen. Eventuell. Ich schaue mir das mal an, aber es ist ja vorgegeben, was wir machen müssen. Deswegen, also in der ersten Folge zu 100% war das so vorgegeben, dass wir so gut gewinnen müssen. Ich weiß nicht, ob das hier wieder vorgegeben ist. Diesmal glaube ich es nicht. Aber, ja. Egal, ich kann es aber zur nächsten Folge umstellen und dann sehen wir mal, wie es läuft. Was? Aber der eine Move war schon wieder krass. Also wir haben echt Power. Das ist richtig krass. Oh. Ich habe gewartet auf meine Ausdauer für ein Signature. Alter, da schlage ich immer daneben. Und German Suplex. Krass. Wir werden hier zum Brock Lesnar, ohne Spaß. Okay, er hat meinen Signature gekontert. Und ich habe seinen Finisher gekontert. Jetzt probieren wir es mal so. Ah, diesmal habe ich ihn getroffen. Wow. So, ich muss den Signature jetzt geben, weil sonst habe ich gleich einen Finisher. Und so habe ich Signature und Finisher. Und das ist geil. Und er hat seinen Comeback-Move. Ich pinne dich erstmal, da kenne ich nichts. Na. Nur eine 2. Und der Stiri ist auch draußen, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Er darf nur nicht meinen Finisher kontern. Aber dann probieren wir es jetzt gleich mal mit dem Finisher und probieren es auch direkt mal zu pinnen und hoffentlich zu gewinnen. Das wäre richtig geil. 1, 2, 3. Yes, wir haben es geschafft. Super. Das lief gut. Das lief gut. Wie gesagt, ein Schwierigkeitsgrad stelle ich für nächste Folge mal um, Leute. Ihr wisst Bescheid. Also, wehe, schreibt jemand in die Kommentare. Wenn ihr es geschrieben habt, direkt löschen.
Nein, auf jeden Fall mach ich das dann mal und dann gucken wir uns das mal an nächste Folge. Guys, that truly topped anything you've ever done before. But I'm afraid I got some bad news. What? Yeah, what happened? Our pay-per-view stream went down in the middle of your match. No one watching online got to see how it ended. Did the site crash or something? What happened? No, we were taken down intentionally by Triple H. Triple H? How could he even do that? He and WWE's lawyers are claiming they have exclusive rights to broadcast from this venue. Damn it! And now we're getting flooded with refund requests. Don't think you're getting any bonus checks for this show, guys. I'm sorry. Does either of you know if you can return slightly used jet skis? I might have jumped the gun on purchasing a couple. We'll circle back to that later. First, Triple H unfairly pulls my contract from defending myself from an attack, and now he's trying to sabotage our business? We have to strike back. They have a team of lawyers and an endless supply of cash. You guys just competed in a cage made from an old prison fence. What could we possibly do to them? Well, you said it earlier. Tonight was like we're invading their territory, right? So, what if we actually did that? What do you mean? I mean, we hit Triple H exactly where it hurts the most by selling him used jet skis. Alter, was ist denn? Invading NXT! Invading NXT! Totally on the same page as you, Buzz. I don't know about this, guys. It seems risky. Why? We've both been rejected by WWE, so what do we have to lose? Right? And this is what you wanted, Baron. You wanted this. You said it yourself. Our plan was to stick it to Triple H. So what do you say? I think we're gonna need a really big stick. That's what I'm talking about! Genau. Genau davon hat er geredet. Okay, einige Tage später. Was wird passieren? Hauen wir Triple H auf die Fresse? Beweisen wir ihm, dass wir cool sind? Verkaufen wir ihm Jetskis? Hey Cole, Jetskis. You got the tickets? Front row, just like you wanted. This is your electric bill. Oh, sorry. Wrong pocket. Oh. Thank you. This is it, Buzz. You ready? Oh, I'm ready. You guys remember when Triple H and DX invaded WCW? People still talk about that to this very day. This is going to be very good for us and BCW. Just be ready for anything. I'll be pulling for you. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, gehen wir jetzt da rein, hocken uns in die erste Reihe vom Monday Night Raw, whatever, keine Ahnung, und greifen dann in irgendein Match ein oder gehen einfach irgendwie mittendrin in den Ring und fangen an zu kämpfen. Keine Ahnung mit wem, keine Ahnung gegen wen, aber wir machen es einfach. Gut. Das sehen wir in der nächsten Folge, was da genau passiert. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut bei der nächsten Folge wieder rein. Und da würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.